الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا. Nächstes Bittgebet für jemanden, der ein neues Kleidungsstück trägt, sagt das Bittgebet. Tubli wa yukhlifu Allahu ta'ala. Tubli wa yukhlifu Allahu ta'ala. Tubli wa yukhlifu Allahu ta'ala. Mögst du es abtragen und möge Allah es dir dann ersetzen. Seine Aussage, mögst du es abtragen, dies kommt von alt, mit der Bedeutung von abtragen. Und dieses Bittgebet ist für das Kleiden, das heißt, dass er lange lebt und sich mit diesem Kleidungsstück kleiden kann, yani, dass es lang aushält. Das ist auch, inshallah, auch nicht nach einer kurzen Zeit kaputt geht. Aber heute braucht es ja nicht kaputt zu gehen, weil die Mode ja, man muss ja hinter der Mode herlaufen. Ja, Mode und hübsch und schön und so weiter, ja, da geht das gar nicht kaputt, da geht eher der Geldbeutel kaputt. Früher, da hat man ein Dings, wie viel hat Omar gehabt, radiallahu anhu? Zwei Stück. Ja. Zwei Stück, meine ich. Da hat einer zu ihm gesagt, wo hast du das her? Das hat er aber, glaube ich, von seinem Sohn, wallahu ta'ala anhu, weil seiner ja, in der Wäsche war. Heute, wie viel Qamis haben wir im Schrank? Und wie viel arabische Hosen? Und wie viel Shirwal, ja? Und wie viel Kappen, und wie viel Schuhe, und. Alles Gunsterweisung Allah subhanahu wa ta'ala, guck mal. Und wie viel Dank, ja? Und Schuhe, und Hose, und Jacken, wie viel Jacken, wie viel Mäntel, subhanallah. Ja? Und ihr sagt, mögst du es abtragen? Also, dass es lange hält und auch lang Nutzen davon hast. Und dieses Bittgebet ist für das Kleiden. Das heißt, dass er lange lebt und sich mit diesem Kleidungsstück kleiden kann, bis es alt und abgetragen ist. Und seine Aussage, und möge Allahu ta'ala es dir dann ersetzen, bedeutet, es eintauschen und ihm ersetzen. Ja, wenn es lang abgetragen ist, dass Allah ihm dann eine neue ermöglicht. Und die Bedeutung davon ist, dass dieses Bittgebet für ein langes Leben ist. Für ein langes Leben. Einige nutzen aus diesem Hadith die Gesetzmäßigkeit für das Aussprechen dieses Dua für den Muslim. Also es ist also gesetzlich, es ist also mashru' sozusagen erlaubt, wenn er ein neues Kleidungsstück trägt. Dies hat zur Folge, dass sich die Liebe zueinander und zu den Muslimen verbreitet. Das heißt also, dieses Dua, den man macht, das hört derjenige sehr gerne. Ja, und das sorgt dafür, dass also auch dann die Sympathie und Liebe zueinander auch sich vertieft, die Brüderlichkeit Allah subhanahu wa ta'ala auch dann segnet, dass derjenige auch aufmerksam bleibt, wenn ihm was auffällt und dann ein Dua macht. Ja. Und dies hat zur Folge, dass sich die Liebe zueinander unter den Muslimen verbreitet. Zweitens, es ist wünschenswert, dieses Bittgebet, yani dieses Dua, für denjenigen anzuwenden, der etwas Neues angezogen hat. Ja, wenn er etwas Neues angezogen hat, dass man sagt dann, Zubli wa yukhlifu Allahu ta'ala. Und drittens, kluger Muslim ist derjenige, der seine Taten im Angesicht Allah beabsichtigt und der die Gewohnheit hin zur Anerkennung verändert. So beabsichtigt er die Gunsterweisung Allah kundzutun.
Und der Prophet sagte, Allah liebt es, die Zeichen seiner Gunsterweisung an seine Diener zu sehen. Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, dass die Gunsterweisung, die Allah ihm zukommen lässt, dass er liebt es, an diesem Diener es zu sehen. Ja? Berichtet von At-Tirmidhi. Nächster, Nummer 8. إلبس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. إلبس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. Trage es neu, lebe lobenswert und sterb als Märtyrer. Steht hier in diesem Hadith. Da grinsen einige. Die Aussage, trage es neu, bedeutet, er trug ein neues Kleidungsstück. Er trug ein neues Kleidungsstück. Dieser Satz beginnt mit dem Imperativ Befehlsform, womit jedoch ein Bittgebet gemeint ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn mit einem neuen Kleidungsstück versorgt. Und der Prophet sagte diese Dua, als er Umar mit einem weißen Qamis sah. So sagt er zum Umar, dieses Kleidungsstück, ist es gewaschen oder neu? Und antwortet er, nein, vielmehr gewaschen. So sagte der Prophet, trage es neu, lebe lobenswert und stirb als Märtyrer. So ein Dua vom Prophet an Umar radiallahu anhu. Seine Aussage, lebe lobenswert, auch hier ist die Imperativform vorhanden, womit ein Bittgebet beabsichtigt ist, damit er ein langes Leben im Gehorsam Allah lebt. Und dann seinen Herrn gegenüber lobenswert ist und sowohl durch ihn als auch durch die Menschen gelobt wird. Und die Aussage, und stirb als Märtyrer, auch hier ist der Imperativform, womit ein Bittgebet gemeint ist, damit Allah dich mit dem besten Tod versorgt. Und Märtyrer, wenn man jetzt hört, Märtyrer heißt immer im Kampf, es gibt auch andere Sachen, ja, dass auch sowas als Märtyrer gezählt wird. Und der beste Tod ist der, im Angesicht Allah.